Hallo, Löwfregel. Domination Tipps. Ich bin wieder da mit einem Weltkriegsvideo. Zweites Weltkriegsvideo. Und ich mache erstmal den Mund lang. Den heutigen Tag irgendwie die Impressionen zusammenzufassen. Erstens, Babybells schmecken leckerer, als ich das in Erinnerung hatte. Und zweitens, manche alten Leute, habe ich ein Gefühl, die meckern einfach nur, um zu meckern. So, genug davon. Wir sind wieder bei Dominations. Oh, ist aber viel Öl rausgekommen. Der Weltkrieg läuft noch. Aber wie vorher gesehen, ist der Weltkrieg, ziemlich unspektakulär, relativ langweilig, muss ich sogar sagen. Ich habe keine Koalition angemacht und ich habe es nicht bereut, denn meine Basis wurde keinmal angegriffen. Es sind noch, glaube ich, 4 oder 5 Stunden und die Gegner haben auch keine Angriffe mehr übrig, die auf meine Basis abzielen könnten. Sprich, ich glaube, sie haben die Basis absichtlich gemieden, was mich tatsächlich traurig macht, denn entweder habe ich in Weltkriegen immer 5 Sterne vor der Haustür liegen, weil irgendjemand Fettes mich platt macht, oder Leute greifen mich gar nicht an. So selten gibt es tatsächlich mal, dass Leute im globalen Zeitalter, vielleicht sogar Atom, mich angreifen und dann nur 2 oder 3 Sterne holen. Das ist extrem ernüchternd, denn entweder hypt man sich selbst himmelhoch und sagt, oh krass, die haben 0 Sterne geholt und haben dich irgendwelche, ja, sag ich mal, weniger kompetenten Spieler angegriffen. Oder halt, Leute machen dich halt komplett platt, weil die übel starke Offensive haben, voll viele Koalitionen an. Ja, ist ein relativ deprimierend, muss ich sagen. So, ich habe mir die Feindliche 1 und die 2 angeguckt. Die 1 hat eine verbotene Stadt, aber überwiegend Industriezeitaltergebäude. Hier sehe ich wenigstens ein paar globale Zeitaltergebäude und wir haben eine Level 4er Russenkoalition. Was macht die nochmal? Garnison, Panzerdepot und Bunker leben. Also die Bunker haben alle mehr HP und die Luftabwehr hat mehr Schaden und HP. Okay, das ist gemein, aber die Luftabwehr ist nicht so hoch gelevelt. Dann denke ich, greife ich bei der 2 an. Ich habe jetzt keine andere Option, ich muss auch gleich los, also ich habe noch was zu tun. Wir haben hier Taj Mahal, Stonehenge. Und wo ist denn das letzte Weltwunder, das dritte? Ja genau, Brandenburger Tor. Ich bin jetzt nicht von den Atomzeitalter-Weltwundern ausgegangen, weil die meisten keinen defensiven Aspekt haben. Ihr kennt das ja schon in Bezug auf Panzerdepots und Garnisonen und was weiß ich alles. Die Generäle sind relativ hoch, würde ich sagen. Hier werde ich eine Sabotage später drauflegen. Ich weiß nicht, wo die Fallen verteilt werden. Ich denke jetzt mal relativ zentral irgendwo. Ich glaube, ich starte von hier, warte dann, bis das die Türme und vielleicht die Flugabwehr weg sind, fliegt dann einfach die ganze Zeit stumpf mit den Flugzeugen über den globalen Mörser. Wir haben nur globale Mörser hier, werde dann hier rein versammeln. Blitzkrieg, glaube ich, legen. Köder hier vorne hin, bietet sich ja wirklich perfekt an. Also ich meine, wer seine Mörser so stellt, ich kann sogar hier Köder hinstellen. Hier ein Köder und alle 3 Mörser feuern drauf. Also ziemlich blöd gebaut, meiner Meinung nach. Aber gut, ja, kein großes Gequatsche. Ich habe nicht mehr viel Zeit, 5 Minuten vielleicht für den Angriff. Und ich muss auch noch schneiden, dann mache ich das vielleicht heute Abend. So, da sind wir. Hier Generäle fehlen, ist nicht schlimm. Ich wollte kein Öl dafür verschwenden. Ich brauche das Öl derzeit. Taktiken sind alle ausgebildet. Wir haben auch keine Allianztruppen dabei. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, ich werde nicht mal die Söldner nutzen. Also ich werde jetzt nur einen General raushauen. Meine vollen Taktiken werde ich natürlich nutzen. Flugzeuge und alle meine normalen Truppen. Genieß den Angriff. Will bring everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Thank you.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Notorious. I'm not worried. Also die Basis war etwas chaotisch aufgebaut, hat man ja auch anfangs gesehen, was ich der Basis aber definitiv zugutehalten muss. Es war knifflig, da die Fallen relativ, ja, würde ich mal sagen, sinnvoll. Ja, was heißt sinnvoll? Sie wurden sehr sporadisch. Also manche Leute hauen ihre Fallen alle so auf einen Haufen. Das ist hier nicht gemacht worden, sondern hier sind die Fallen ums Stadtzentrum drumherum verteilt worden, sprich maßgeblich auf den Wegen, in denen man sich bewegen muss, um die Basis platt zu kriegen. Wie gesagt, ich hatte keine Söldner dabei, zwei Generäle haben gefehlt, gespendete Truppen aus der Allianz, sprich hätte ich die dabei gehabt. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, soll nicht arrogant klingen, aber ich glaube, da hat jeder gesehen, 5 Sterne wären da locker machbar gewesen. Nichtsdestotrotz, jetzt waren es nur 4 Sterne und das zeigt, wenn man die Fallen interessant platziert, kann das auch eine vergleichsweise schwache Defensive relativ gut kompensieren. Ich quatsche aber schon wieder zu lang. Ich lade das Video irgendwann heute Abend hoch, wir haben jetzt 15:27 Uhr und ich muss jetzt los. Haut rein, Leute. Euer Domination-Tipps.